Hi! In dieser Folge zeige ich dir, wie man sich einen knallroten Geländewagen bastelt. Schön, dass du eingeschaltet hast zur nächsten Folge hier bei den Simpsons und heute wollen wir uns ranmachen, noch den Geländewagen zu bauen, den die Promis fahren. Ja, damit auch jeder hier selber sich so fühlen kann wie ein Promi, gehen wir hier erstmal an die Kiste ran. Und für unseren Geländewagen holen wir uns dann jetzt einfach mal ein bisschen grauen Beton raus, Steinstufe, rote niederziehige Treppe, roter niederziehige Block davon nochmal, dann einfach nochmal roten Beton holen wir uns raus, dann Fichtenholzstufe, Tropenholztreppe, ein Schmelzofen und nochmal eine Steintreppe. Wenn wir das Ganze dann zusammen haben, legen wir los und zwar basteln wir bei unserem Geländewagen erstmal die Räder uns ein bisschen hin. Da nehme ich jetzt einfach mal grauen Beton dafür. Ich platziere mir jetzt die Räder, sag ich mal, die beiden Vorderräder so von Abstand von 2 Blöcke zueinander und die Hinterräder, da würde ich sagen, machen wir einen Abstand von 1, 2, 3, 4 Blöcke. Zack, und dann setzen wir hier auch nochmal die Hinterräder. Wenn wir die Räder platziert haben, nehmen wir jetzt unsere Steinstufe und können jetzt darauf jetzt erstmal ja unten erstmal unseren ja, Boden ziehen. Wenn wir den Boden dann da drauf haben, schnappen wir jetzt unsere roten Niederziegeltreppen und Blöcke. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Block. Wir platzieren jetzt einen Block bei unserem Vorderrädern einmal dahinter. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Dann lassen wir einen Block frei und setzen dahinter gleich noch wieder einen roten Niederziegelblock hin. Jetzt schnappen wir unsere Treppen. Die platzieren wir auf der Vorderseite jeweils umgedreht, so nach vorne gerichtet einmal hin. Und auf der Rückseite machen wir uns eine kleine Ladefläche mit unseren Treppen. Das heißt, die formen wir uns hier so zusammen, dass sie sich natürlich überall miteinander verbinden. Wenn wir das soweit haben, nehmen wir jetzt unseren roten Beton zur Hand. Den können wir jetzt hier zwischen an den Seiten einfach mal noch überall platzieren. Und dann hier vorne bei den ja, Niederziegelblöcken machen wir auch noch eine kleine Verbindung. Wenn wir das haben, schnappen wir jetzt unsere Fichtenholzstufe, tauschen jetzt hier die ersten zwei Stufen hier vorne einfach mal aus. Dahinter setzen wir dann einfach mal natürlich unsere ja, Sitze einfach mal rein in unseren Geländewagen. Und wenn wir das haben, schnappen wir unseren Schmelzöfen und können jetzt vorne so ein bisschen den Kühlergrill schon mal fertig basteln. Und wenn wir den dann da vorne einmal rein platziert haben, können wir jetzt die Steintreppen noch hier an den Seiten auf der Vorderfront noch einmal platzieren. Ja, und dann sind wir schon mit diesen ganzen Blöcken fertig. Das heißt, die können wir wegtun und gehen dann wieder an unsere Kiste ran. Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt auch noch ein paar Eisengitter raus. Steinzige Treppen, davon nochmal die Stufe, dann eine Eisenfalltür, hellgrauer Teppich, roter Teppich, eine Steindruckplatte, Schwarzeichentreppen und Glasscheiben. Wir schnappen uns dann erstmal unsere Eisengitter, die platzieren wir dann einmal vorne auf der Seite von unserem Geländewagen. Das ist dann hier so ein bisschen unser Kühlergrill. Weiter geht's dann mit den Steinziegeltreppen. Die wollen wir uns einmal vorne ein bisschen platzieren, dass wir schon mal unsere Frontscheibe hier haben. Die müssen wir, na, wenn ich das hier auch ein bisschen gebastelt kriege, so. Hier sage ich mal, wir hatten ja hier zwischen unsere roten Betonblöcke gesetzt und da an den Seiten setzen wir jeweils zwei umgedrehte Steinziegeltreppen. Dann geht es weiter und zwar machen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf den Niederziegelblock hier hinter auch nochmal eine umgedrehte Steinziegeltreppe hin. Einfach so, dass sie aber diesmal nicht zu den Seiten guckt, sondern nach hinten gerichtet ein bisschen. Daran setzen wir jetzt oben nochmal eine Steinziegelstufe und dann würde ich mal sagen, so schräg runter setzen wir auch noch eine rauf. Einfach hinten auf unsere Ladefläche, damit das Ganze hier verbunden ist. Ups, geht das hier auf der anderen Seite nicht? Doch. Nun können wir jetzt unsere Eisenfalltür nehmen. Ich würde mal sagen, vorne können wir das Ganze schon einmal miteinander verbinden und dann hier hinten bei der oder bei den zwei Treppen verbinden wir es noch einmal. Jetzt können wir darauf dann schon gleich mal unsere Teppiche platzieren. Und wenn wir schon mal gleich beim Teppich sind, schnappen wir uns den roten Teppich und platzieren den jetzt hier, würde ich mal sagen, vorne überall noch ein bisschen rauf. So, hier auf der Seite bei der Tür geht es auch noch. Und dann hier ganz vorne würde ich jetzt auf dem Kühlergrill nicht unbedingt roten Teppich machen. Na gut, den würde ich hier ganz vorne hin machen. Und jetzt hier bei unseren Schmelzöfen setze ich mir dann ein paar Steindruckplatten drauf. Dann geht es weiter mit der Schwarzeichenholztreppe. Die wollen wir uns hinten einmal machen. Das ist so ein kleines Reserverad, was wir uns hier so ein bisschen darstellen. Dann bleiben uns nur noch unsere Glasscheiben übrig. Das sind unsere Seitenspiegel. Zack, platzieren wir an der Seite und fertig sind auch die. Wenn wir soweit sind, können wir natürlich dieses Blockmaterial wieder wegtun und gehen wieder an unsere Kiste ran. Um weiterzubauen, holen wir uns dann jetzt ein bisschen Stolpertraghaken aus. Dann würde ich mal sagen Gegenstandsrahmen. Dann holen wir uns gelbe Glasscheiben raus, rote Glasscheiben dann auch noch. Dann würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen Zauntor raus. Ich würde mal das Tropenzauntor nehmen einfach mal. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder raus. Ich empfehle jetzt Birkenschilder einfach mal. Dann noch, würde ich mal sagen, Schwarzeichentor holen wir uns noch raus. Dann Hebel und Steinknöpfe. So, wenn wir das ein bisschen dann auch wieder zusammen haben, würde ich mal sagen, fangen wir jetzt erstmal mit den Steinschaltern an. Die platzieren wir erstmal überall hier an unseren Rädern. Das sind natürlich hier ein bisschen unsere Felgen. Weiter geht's denn mit den Stolpertraghaken. Den wollen wir so ein bisschen als unsere ja, Türgriffe machen von unseren Türchen hier. Dann geht's gleich weiter hier mit unserem Gegenstandsrahmen. Ich mache zwei vorne hin und zwei auf der Rückseite.
Man kann sich natürlich denken, was das sind. Natürlich unsere Rücklichter und vorne denn unsere Scheinwerfer. Ich schnapp mir dann jetzt einfach mal mein Tropen-Zauntor einfach mal raus und mache mir hinten noch so einen kleinen Auspuff einfach mal damit ran. Und ich würde mal sagen, ein Nummernschild sollte unser Geländewagen auch haben. Von daher mache ich mir eins gleich daneben. Wir hatten ja dennoch das Schwarzeichen-Zauntor. Das wollte ich mir gerne denn als Lenkrad basteln. Und dann daneben vielleicht noch eine Gangschaltung und das stellen wir dann ganz einfach mit einem Hebel da. Voilà, unser Geländewagen ist jetzt fertig, jetzt ist er tüffig. Man kann natürlich die Farbe auch austauschen, wenn man Rot nicht unbedingt als Lieblingsfarbe hat. Dann könnt ihr euch den natürlich anmalen, wie ihr möchtet. Aber ich sage mal, als Serienausstattung ist er einfach in Rot. So wie die Promis den hier auch in Springfield fahren, so könnt ihr jetzt auch hier losfahren. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen. Ja, dann sind wir hier mit dem Fahrzeug-Troll auch fertig. Das heißt, ich stelle mich wie immer hier vorne Safety hin. Und dann hören wir oder sehen uns dann zu einer anderen Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Ja, du bist der Held der großen Kinoleinwand. Das würde ich gerne, aber ich habe zufällig nicht die richtigen Schuhe an.